So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator. Ja, wir haben ja letztes Mal hier schon wieder ein Häuschen gebaut und all so ein Kram und haben so ein bisschen neue Dinge ausprobiert. Wir haben den Dominik eingestellt und generell so ein bisschen was Neues erfahren. Wir wollen ja auch neue Fahrzeuge mal bekommen. Und wir müssen auch mal so ein bisschen gucken, wie wir das Ganze hier so ein bisschen managen. Wir haben jetzt einen Sonderauftrag bekommen. Und zwar müssen wir hier ein neues Fahrzeug uns besorgen oder so, irgendwie sowas. Zumindest ist das jetzt irgendwie eine Aufgabe von uns. Und ich guck mal, ob die irgendwas bringt, ob wir dann irgendwie noch krassere Aufgaben bekommen, beziehungsweise die Aufträge einfach ein bisschen krasser werden, verstehst du das? Deswegen gehen wir mal hin, nehmen den Auftrag an, fahren mit der Pritsche rüber und gucken mal, was er zu sagen hat. Vorarbeiter ansprechen. Oh, wir müssen erstmal zu Harpe. Ja, dann gehen wir da mal rüber. Ich zeige dir auf der Karte, wo der Fahrzeughändler ist. Fahr am besten gleich. Ja, Mann, ich weiß schon, wo der ist. Mein Gott. So, jetzt habe ich 170.000 Tacken. Ja, weiß ich nicht, ne? Kann ich eigentlich überfahren? Nee, wieso kam... Das ist ja jetzt nicht so realistisch. Ich dachte, das ist ein Simulator. Hier. Gehst du einfach durch. So, da sind wir schon wieder. Übrigens, danke für die Namenvorschläge. Waren auf jeden Fall sehr viele schöne dabei. Witzigerweise, glaube ich, heißt der sogar, hatte tatsächlich sogar schon einen Namen. Gerd. Aber witzig fand ich auch, dass ihr wollt, dass der Gärtner Unge heißt. Oder also zumindest immer Männernamen gibt, obwohl der Gärtner eine Gärtnerin ist. So, was haben wir denn da? Du musst Kalle sein. Ja, ich bin Kalle. Mein alter Freund Harper hat dich schon angemeldet. Wie geht's denn den alten Halunken? Ich sag dir, du kommst genau richtig. Haben wir gerade ein paar feine Fahrzeuge reinbekommen. In der Tat planen wir unseren Fuhrpark, um ein Fahrzeug zu erweitern. Weißt du, chillt er da so und sagt so, ja. In der Tat. Ich verkaufe dir eine ganze Flotte an besten und modernsten Baufahrzeugen. Und das zu einem Spottpreis. Also Gerd, ich habe mir letztes Mal deine... Also Gerd, ich habe mir letztes Mal deine Preise angeguckt und ich will ja nicht hier irgendwie stänkern, Alter. Aber das war schon happig. Ich meine ja nur. So, er meinte jetzt irgendwas mit Ladekran, Pradefahren. Will ich eigentlich nicht. Ich will das eigentlich haben, ne? Sollen wir uns einen Radlader holen? Brauchen wir das? Ich will ja eigentlich einen Schnelleinsatzkran. Den will ich ja haben. Also ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass mir der Pritschwagen mit Ladekran hier irgendwas bringt. Bin ich ehrlich. So, da wir jetzt noch ein bisschen Kohle brauchen, bis wir die 200.000 geknackt haben, überlege ich mir gerade einfach mal, dass ich mal den Dominik nochmal losschicke. Und dem einfach mal sage, Junge, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Kohle. Scheffel mal was ran, Ala. Und wir warten mal ab, ne? Mal gucken, was passiert, wenn er gleich fertig ist. Ob wir dann die Kohle bekommen und ob wir dann endlich genug Kohle haben, um uns ein dickes Gerät leisten zu können. Könntest du dir ein neues Fahrzeug leisten? Habe ich weiß! Wir arbeiten dran, Ala. Bumm. Ich habe zwar jetzt keine Erfahrung bekommen, aber jetzt haben wir endlich genug Kohle, um uns theoretisch... Ja, wir haben nochmal mehr Kohle bekommen. Um uns theoretisch jetzt mal einen Kran leisten zu können. Und jetzt bin ich übel gespannt, was passiert. Gerd, gib mir her einen Kran jetzt. So, wir wollen... Ich meine, wir könnten jetzt einen Raupenbagger holen, eine Betonpumpe aller. Mobilkran dauert noch ein bisschen mehr. Aber ein Schnelleinsatzkran, der juckt mich ja komplett in den Finger. Und wir kaufen den jetzt einfach in der Hoffnung, dass wir dann auch einen entsprechenden Auftrag bekommen. Wenn nicht, haben wir ein Riesenproblem. Die erste Maschine. Kaufe dein erstes Fahrzeug. Ja, das ist gut. Dann kriegen wir natürlich hier gleich wieder ein bisschen was zurück. Die Frage ist jetzt natürlich... Wo ist der? Hallo, Kran? Lehrgänge? Ich kann jetzt einen Lehrgang machen mit einem Drehkran. Das machen wir. Los. Ach, das hier ist das Trainingsgelände. Jawohl. Oh, guck mal, da steht doch schon Harpe. Ist das Harpe? Hallo? Für 3.000 muss ich den liefern lassen. Ja, gut. Ah, und dann steht er da einfach. Okay. Sehr gut. Die haben den aufgebaut. Die Kollegen vor allem. Ich habe nur einen Kollegen und das ist Dominik. Der baut nicht alleine einen Kran auf. Ich meine nur. Übrigens gab es sehr viele Dominiks in den letzten Kommentaren. Dominik, du bist mein Mann. Aber Lukas, du bist auch nicht schlecht. Ach, und über Tom. Reden wir gar nicht erst. Ja, Dennis, du bist auch okay. Reicht jetzt. Uiuiui. Hebe. Ach, da unten ist mein Dings hier. Okay. Wie gehe ich jetzt runter? Ah, okay. Selbsterklärend. Oh! Warum? Wir nehmen das. Last angehakt. Sehr gut.
Ah, ich kann auch schaukeln bestimmt, oder? Hui! Hallo! Und wieder zurück. Das heißt, ich muss jetzt hier auf das Dach drauf. Oh, weia. Eieieiei. Ah, das ist die Kransicht, die wir brauchen. Ach, guck mal, es gibt sogar noch so eine Dransicht. Ist ja auch belohnt. Aber eigentlich ist das ja die Sicht, die ein Kranführer hat, ne? So eine schöne Innenansicht. Da brauchst du aber auch gute Augen. Siehst du, das ist hier komplette Maßarbeit. Ich hab's einfach drauf. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ne? Ich bin der beste Kranmann der Welt. Wie kriege ich das denn jetzt hier umgeholzt? Ach so. Ach, geht auch falsch rum. Ach so, der ist der. Oh ja, okay. Ja, klar. So, schön rauf hier aufs Haus. Ja, das. Ja. Perfekt. Das hat doch alles gut geklappt. Ja, nicht so wie beim Henno da, ne? Mit dem Hubschrauber. Kann ich jetzt einen krassen Auftrag machen mit Krähen? Wollen die nicht, ne? Gut, dann machen wir nebenbei noch ein bisschen Cash, warten, bis die neuen Aufträge kommen. Und dann würde ich sagen, macht der Dominik einfach noch einen kleinen Auftrag und wir sehen uns gleich wieder. Eine Minute, 37 Sekunden später. Und Gerd, wie geht's der Frau? Ist heute nicht so gesprächig, wa? Okay, Problem ist, wir hätten den Kran nicht kaufen sollen, sondern den großen Bagger. So eine Scheiße. Okay, wir verkaufen jetzt nochmal den Kran, ist nicht so schlimm, weil wir haben ja Dominik gerade nochmal labern lassen, machen lassen. Jetzt haben wir wieder ungefähr so viel Geld wie vorher, ist kein Problem. Und jetzt kaufen wir dann wahrscheinlich den Radlader, was... Nee, das ist der große Bagger, ne? Der große Raupenbagger. Genau. Okay, dann nehmen wir den jetzt. Und hoffentlich ist das der richtige. Spring in den großen Bagger. Ja, da ist er ja schon. Finde ich aber ganz geil gemacht, dass man hier quasi nochmal so eine Ausbildung machen muss. Boah, der ist aber auch echt schick. Boah, da hat aber hier gleich einen dickeren Löffel vorne dran, ne? Finde ich gut. So, und jetzt graben. Rein in die Mulde. Ja, ich hatte das Prinzip verstanden. Man kann aber wirklich, wirklich tiefe Löcher damit graben. Das ist schon ein bisschen beeindruckend, finde ich. Ja, das ist aber auch echt... Das ist everyday shit für mich jetzt mittlerweile. Verstehst du das? Das ist hier nichts Neues mehr. Ich habe doch schon mit einem Bagger rumgebaggert. Ich bin doch Baggermeister. Zeit, dass sich was dreht. Ole, ole, was dreht. Ole, ole, was dreht. Ah, siehst du mal. In die Markierung. Oh, das wird nichts. Bei aller Liebe, ne? Das habe ich schon so oft versucht, sowas. Das kann nur in die Hose gehen. Ich würde sagen, ich lasse es einfach fallen. Siehst du? Cool. Sehr gut. Da haben wir den Lehrgang auch wieder abgeschlossen. Ist so eine kleine Fortbildungsfolge, denke ich mal. Aber ist ja auch notwendig. Wir müssen uns ja auch weiterbilden. Was sagen denn jetzt die Aufträge? Aha, guck mal hier. Das nehmen wir direkt mal an. Dafür brauchen wir nämlich den dicken Bagger. Fahre einen kleinen Bagger zur Baustelle. Hä, wieso denn jetzt den kleinen? So, jetzt verstehe ich nicht, warum wir jetzt doch den kleinen Bagger benutzen sollen. So, Bagger ist da, jetzt müssen wir wieder einen Container besorgen. Also alles hier Dinge, wo man jetzt so sagt, Mensch, ist jetzt nichts Neues. Jetzt sind wir wieder beim Heiniger. Moin, Heiniger. Ja, mal wieder Container, bla bla bla. Gib mal einen her, 500 Euro, tschüss. Du könntest dir ein neues Fahrzeug leisten. Halt dein Maul, Harpe, wirklich. So, dann fährst du hier wieder ran an den Scheiß. Freust dich wieder, dass du richtig geil geparkt hast, Alter. Klemmst die Kacke wieder hinten ran. Fährst wieder zur Baustelle rüber. Dann sagst du wieder, ich hab Vorfahrt. So, dann parkst du den Bums hier auf dem Laden. Die ist hinten krass geparkthalle. Geil, Alter. Dann baggerst du hier wieder deine Löcher. So, dann hier wieder die Kralle ausfahren. Oh, toll gemacht, Kalle. Oh, da hast du ja wieder schön gebaggert, ja. Ich meine, ich bin ein Profi, ja. Das Geld muss ja ran. Das sind alles so Dinge, die nimmt man natürlich mit. Einfach auch für einen selber, verstehst du? Aber auf Dauer muss ich ganz klar sagen, ich brauche ein neues Abenteuer. Das kickt hier nicht mehr, verstehst du? Diese Löcher buddeln, das haben wir jetzt schon tausendmal gemacht. Wahrscheinlich werde ich demnächst gefragt, ob ich weiter buddeln will. Und rate mal, was ich dann sag, Alter. Nope. Oh, ich muss den Container wieder zum Kieswerk bringen? Mensch, das wundert mich jetzt ja schon. Runter mit dem Wichs. Wo ich hier gar keine Zeit verlieren. Weg damit. Was kommt als nächstes? Könnt ihr mal hier sagen, was ich machen soll? Sag mal, will er mir jetzt sagen, dass der nicht ja richtig platziert ist, oder was? Ich würde sagen, dass der nicht richtig markiert ist. Platziert hier. Ist der jetzt richtig platziert, oder was? Was ist denn das Problem? Fahr den Bagger zur Baustelle. Haben wir gemacht. Dann besorge Container vom Baustoffhändler, transportiere den Lader, markieren. Haben wir gemacht. Baggere den markierten Bereich aus. Haben wir auch gemacht. Besorge den Baucontainer von der Baustelle und transportiere zum Kieswerk. Das sind wir gerade. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch alles gemacht.
Es ist alles auf 100%. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ja, irgendwie ist das hier gerade so ein bisschen verbuggt, aber ist gar nicht so schlimm. Ihr könnt jetzt nämlich mal abstimmen. Hier oben mache ich mal eine Abstimmung. Nee, warte, wo mache ich die denn? Mache ich die da? Irgendwo oben kommt jetzt so, hi, ich bin eine Abstimmung, Alter. Da könnt ihr auf jeden Fall mal abstimmen, ob ich noch einen Kranauftrag oder sowas machen soll. Oder wo ihr sagt, Mensch, das Ding würde ich auf jeden Fall gerne nochmal sehen. Ich persönlich habe das Gefühl, der Bausimulator kommt so langsam zum Ende hier. Das Projekt ist langsam fertig. Wir sind jetzt hier in der 5. Folge und ich glaube, was großartig neu ist, werden wir da nicht sehen. Wenn euch der Kanal hier soweit gefällt, die letzten 2 Monate hat sich ja hier so ein bisschen was getan, abonniert auch gerne. Über 70% aller Zuschauer von Kalle abonnieren den Kanal nicht. Kannst du das glauben? Nee, ich auch nicht.